Willkommen zum ersten LS22 Spotlight Video. Wir werden uns in dieser Videoserie bestimmte Aspekte von dem Spiel genauer anschauen und wir starten heute mit einem Überblick über alle Maschinen und Geräte, die im LS22 vertreten sind. Und das sind wirklich einige. Es gibt große und kleine Maschinen, es gibt alte und neue, aber all das werdet ihr gleich sehen. Wir werden uns das nicht nur im Shop anschauen, sondern es sind auch so gut wie alle Maschinen und Geräte auf dieser Wiese aufgereiht. Und das ist wirklich eindrucksvoll anzuschauen. Die ganze Videoreihe wird präsentiert von Nitrado. Bei Nitrado bekommt ihr nämlich eure Server für den LS22, für die Xbox, für den PC und für die PlayStation. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und bucht da auch gerne eure Server für den Landwirtschaftssimulator 22. Gut, ich würde sagen, wir starten. Und bevor ich das vergesse, gehen wir einmal schnell in den Shop. Dann können wir uns nämlich mal hier den Gebrauchtwagenhändler anschauen. So sieht das aus. Hier sind jetzt aktuell nur zwei Geräte im Angebot, die sind allerdings stark reduziert, weil sie eben gebraucht sind und das sind dann meistens etwas mehr Geräte, die man da auswählen kann und die haben dann leichte Gebrauchsspuren. Das Witzige ist, man kann die auch noch konfigurieren, das kann man jetzt hier bei den zwei, kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel machen, aber man könnte zum Beispiel bei Treckern sogar die Motorkonfiguration ändern. Ist jetzt nicht ganz realistisch, aber ist für all die Sparfüchse unter euch ganz gut. Ja, und ihr seht hier im Shop, da ist auch einiges. Also hier zum Beispiel diese Kategorie Diverses, ne? Da sehen wir hier ein ganz neues Fahrzeug. Ansonsten aber auch alte Klassiker und viele, viele Trecker. Und die schauen wir uns jetzt mal auf der Wiese an. Wir starten mit John Deere. Das ist die erste Reihe und da sehen wir hier erstmal den Gator, ne? Also das ist ja so ein Klassiker, den gab es schon im LS19. Aber es gibt auch einige neue Schlepper und es gibt vor allen Dingen auch etwas ältere Semester, zum Beispiel den 7810 oder auch den 4755. Und das ist natürlich gerade spannend, wenn man mit der Gangschaltung spielen will, dann hat das natürlich so einen eigenen Charme. Das ist also ganz schön, dass es das gibt. Kann man sich auch mal reinsetzen. Muss dann kurz laden. So, genau, sieht man das. Das ist noch ein ganz anderer Charme hier. Gut, aber es gibt nicht nur alte Schlepper, es gibt natürlich auch ganz neue Serien. Hier etwas größere Trecker dann und hier die 8R-Reihe bzw. 8RT und die 8RX-Trecker, die gibt es auch. Ich glaube, die sind auch in der Realität noch gar nicht so lange unterwegs und die sehen natürlich topmodern aus und haben einiges an Power. Hier in der Raupenversion und hier vorne mit den Bandlaufwerken. Ja, und dann geht es weiter mit größeren Maschinen. Die 9er Reihe, auch das ziemlich eindrucksvoll anzuschauen. Dann haben wir hier so einen einsamen Challenger stehen, der ja ist glaube ich der einzige Challenger, gehört aber ja zur Akku-Gruppe. Das heißt, den gibt es in ähnlicher Ausführung sowieso dann noch von Fendt. Und hier ist unsere Class-Sektion mit dem Axion, haben wir auch nochmal ein Axion. Und hier dann noch den Arion und daneben kommen die Fendt-Trecker. Erst die große Raupe aus der 1000er Serie und dann hier die Raupe aus der 9er Serie. Und hier haben wir auch den Fendt 1050 und den Fendt 942, also die 9er Serie, die 7er Serie. Dann hier auch wieder einen etwas älteren Trecker, also den Fendt Favorit 515C in dem Fall. Und dann haben wir noch den Fendt aus der 3er Serie und den Schmalspur Fendt. Der kommt natürlich vor allen Dingen beim Weinbau zum Einsatz. Hier vorne haben wir so einen kleinen Exoten. Ich weiß nicht genau, wofür man den verwenden soll im Landwirtschaftssimulator 22. Also ich weiß nicht, was da sinnvolle Einsatzgebiete sind. Vermutlich irgendwie auch im Weinbau. Das Besondere hier dran ist allerdings, dass der sich mit Methan betanken lässt. Ob er jetzt schön aussieht oder nicht, da könnt ihr in den Kommentaren drüber streiten. Aber er ist mit drin und ist ein bisschen besonders. Hier vorne auch ein Trecker, den wir schon aus dem LS19, aus dem Alpine DLC kennen. Auch der ist standardmäßig im LS22 enthalten und das ist der Bührer hier. Auch ein sehr schickes Gefährt. Daneben die JCB Fast Tracks in etwas kleinerer und etwas größerer Ausführung. Ja, und dann kommt unsere Deutsch-Sektion. Da war lange nicht so klar, ob überhaupt Deutsch-Schlepper im Spiel sind, weil die lange nicht angekündigt wurden. Aber wir sehen, es gibt die Deutsch-Schlepper. Ich glaube die 7er und die 8er Serie. Und auch die ist, glaube ich, noch sehr modern, ist noch nicht lange auf dem Markt erhältlich. Gut, daneben ein paar Case-Trecker. Der große Case Quadtrack ist es, glaube ich, ne? Der ist nicht mehr im Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Jedenfalls habe ich den nicht entdecken können. Können wir mal schnell schauen unter den Großtraktoren. Aber ich glaube, da ist er nicht mehr. Wurde jetzt vermutlich von dem 9RX abgelöst.
Ist aber auch natürlich ein toller Trecker. Dann ist nicht nur Lindner im Spiel, sondern auch Zetor hier wieder. Ich muss ehrlich sagen, Zetor ist jetzt nicht so ganz meine Marke, das heißt, ich kenne mich mit den Bezeichnungen nicht aus. Aber auch hier ist nach Größe sortiert worden. Das hier ist ein ganz kleiner Hoftrecker vermutlich, mit dem man so ein paar kleinere Aufgaben erledigen kann. Und das ist dann schon ein wirklich stattlicher Trecker, der 170 HD Crystal Zetor. Dann geht's weiter mit Messer Ferguson. Auch der 8S ist natürlich noch gar nicht so lange auf dem Markt unterwegs und auch der ist schon im LS22 integriert. Auch da können wir uns mal schnell reinsetzen, ist nämlich ganz schick. Die haben da auch am Interieur ja einiges geändert. Und auch wenn das Exterieur durchaus kontrovers diskutiert wird, ich glaube, bei dem Innenraum sind sich alle einig, das sieht schon wirklich sehr, sehr schick aus und kann sich sowohl in der Realität als auch im LS22 sehen lassen. Dann geht es weiter mit etwas kleineren Messer Fergusons und auch hier gibt es einen etwas älteren Träger. Auch der hier schön ausgestattet mit sämtlichen Hebeln und Knöpfen. Hier ist noch nichts Touch, alles noch haptisch. Gut, auch hier dann nochmal andere Messer Ferguson Trecker. Und was glaube ich noch gar nicht im LS, in der LS-Serie irgendwann vertreten war, das ist der McCormick mit einem kleinen Gag, der da noch eingebaut wurde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gesehen habt. Der McCormick in zwei Versionen, etwas größer und etwas kleiner. Auch das ja eine durchaus beliebte Marke, auch in Deutschland sieht man das manchmal. Valtra ist mit einem modernen Träger hier im Spiel. Das war jetzt hier schon der Iseki, glaube ich. Den wollte ich hier zeigen. Ist mit einem etwas moderneren Trecker vertreten und mit einem etwas älteren Semester. Das hier nochmal sehr herrlich. Nochmal anhören. Wenn man hier mal ein bisschen Gas gibt. Also ich habe gerade keinen Gang drin, aber auch das ganz nett anzuhören. So, ich war gerade fälschlicherweise schon mal drin. Das hier ist auch eine Marke, die es so vorher, glaube ich, noch nicht gab im Landwirtschaftssimulator. Meines Wissens eine japanische Marke, aber köpft mich nicht, wenn das jetzt hier falsch ist. Also ein paar Trägermarken kenne ich auch persönlich nicht so gut. Es müsste Iseki sein und auch das hier ein etwas kleineres Modell. Daneben Rigitruck, kennen wir schon aus dem Alpine DLC. Und hier an der Seite noch ein Landini. Der kommt natürlich auch im Weinbau zum Einsatz, deswegen so schmal. Und mit dem kann man dann zum Beispiel, ja, mit einer Spritze oder was auch immer, durch die Weinreben fahren. So, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Wir sind allerdings zumindest schon mal in der letzten Reihe der Trecker. Hier ist nämlich jetzt nochmal die New Holland Serie. Also, wir haben hier einen T6, einen, was ist das hier, T7, einen T8... Und dann ganz groß den T9. Den gibt es auch nochmal hier mit etwas anderer Konfiguration. Auch ein bisschen außergewöhnlich, ne? Also jedes Modell hat hier so seinen eigenen Touch. Und daneben die Bertou-Spritze, die sich gerade auf etwas größeren Karten sicherlich bezahlt macht. Dann haben wir hier noch den Schleier, auch ein etwas älteres Modell. Auch da können wir nochmal schnell einsteigen. Ich meine, ich kann leider jetzt nicht in dem Video in alle Modelle einsteigen. Das würde vermutlich den Rahmen etwas sprengen. Aber auch das durchaus ein kultiges Modell. Und dann haben wir hier noch den Versatile. Ich weiß nicht genau, ob man es so ausspricht. Auch damit kenne ich mich kaum aus. Und hier noch der Ostelmesh. Ostelmesh, so. Sogar eine relativ große Karre. Und auch das scheint schon etwas älter zu sein. Gut, dann geht's weiter mit der Zuckerrohr. Abteilung. Die ist relativ dünn vertreten, ist hier mit einem Case-Gerät vertreten. Kennen wir, glaube ich, auch schon aus dem letzten Landwirtschaftssimulator. Dann haben wir hier den Case-Drescher und damit sind wir auch schon in der Drescher- und der Erntefraktion. Hier vorne nochmal von Hardy eine Spritze. Ja, und dann sehen wir hier die Klaas Radlader. Das ist ein bisschen schwierig, das alles zu ordnen, aber hier sehen wir von ganz groß nach ganz klein die Radlader und dazwischen noch der Scorpion, der Teleskoplader. Den durfte ich letztens noch in der Realität kurz steuern. Ist ein schickes Teil. Kann man nichts gegen sagen. So, jetzt aber wirklich in der Häcksel- und der Erntefraktion angekommen. Das hier, das ist der Klaas Jaguar. Auch den kennen wir schon aus dem Klaas DLC im LS19. Daneben, glaube ich, der Trion, wenn ich es richtig sehe. Der ist ja auch in der Realität gerade erst vorgestellt worden und ist dann parallel, glaube ich, auch im LS22 angekündigt worden.
Auch das also ein topmodernes Modell. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das so ein Mittelding aus Lexion und der etwas kleineren Serie sein. Ja, und hier ist eben der kleine Bruder vom Lexion. Der Lexion ist natürlich schon ein echter Oschi. Und weil wir es hier gerade mal haben, wir haben jetzt nicht alle Schneidwerke und alle Maisgebisse und sowas hier einzeln aufgelistet, weil das wäre doch ein bisschen viel geworden. Wir haben einfach an jeden Häcksler, an jeden Drescher so das Passende rangehängt. Aber es gibt für die meisten Geräte hier noch ein bisschen mehr Auswahl. Das kann man aber kaum darstellen, beziehungsweise so interessant ist das auch nicht. Ja, und dann geht's hier weiter mit der Baumwollfraktion. Auch die ist vertreten mit zwei Geräten, einmal John Deere und einmal Case IH. Und dann gehen wir weiter zum Mischmasch hier. Also hier haben wir noch einige Selbstfahrer in diesem Block, die jetzt hier so ein bisschen durcheinander sind. Zum Beispiel hier der Teleskoplader von Faresin. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann korrigiert mich gerne. Auch hier nochmal eine Version davon und hier der JCB-Lader. Dann haben wir hier noch den Faresin Futtermischer. Auch das ein sehr schickes Modell. War ich selbst noch gar nicht drin. Können wir uns mal anschauen. Mhm. Ach, und hier sehen wir sogar den Füllstand mit Anzeige. Das ist ja schick. So, und dann gibt es endlich auch einen Fendt Cantana, heißen sie, glaube ich, ne? Also einen Fendt Häcksler im Spiel. Genau, hier sehen wir es nochmal. Cantana 650. Und daneben ein John Deere Häcksler. Und dann haben wir hier so ein Spezialgerät. Das ist der Cobra Hybrid von Jens. Das ist ein MAN mit einer Xerion-Kabine obendrauf. Die lässt sich auch rumdrehen. Können wir vielleicht mal machen. Ich muss mal gucken, wie man das macht. Vermutlich muss man es erstmal... genau, hier erstmal aufklappen. Und dann wird die Kabine rumgedreht. Und dann kann man nämlich von hier gucken, was man da genau auflädt und wie man das auflädt und so weiter und so fort. Ist schon wirklich eine schicke Sache, ne? Also das ist das Chassis vom MAN, die Kabine vom Xerion und der Holzhacker oder der Häcksler hier von Jens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch das eine neue Maschine, der Ventor von Grimme, auch das sehr schick. Und daneben der Rexor, das eine für die Kartoffeln, das andere für die Rüben. So, dann gibt es auch noch einen John Deere Drescher. Auch das noch ein relativ neues Modell, der X9. Sieht man auch hier vorne sehr schick. Hat so ein etwas anderes Gesicht, finde ich. Und auch hier an dem Laufwerk hier, an dem Bandlaufwerk, hat sich ein bisschen was geändert. So sieht er aus. Daneben Holzequipment von Komatsu, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und ja, unseren Komfort hier. Der ist auch ganz schick. Kann man dann als Rückefahrzeug, nennt man das, glaube ich, ne, nutzen, um die Baumstämme aus dem Wald zu holen. Daneben die allseits bekannte Marke Krone. Die ist vertreten aktuell mit zwei Fahrzeugen, mit zwei Selbstfahrern, dem Big M, dem Big M 450, den durfte ich ja letztens noch selbst fahren, und daneben dem Big X. Den gibt es vermutlich in unterschiedlichen Konfigurationen. Können wir mal schnell gucken unter den Häckslern. Wo haben wir sie? Feldhäcksler. Hier Big X 1180. Nee, okay, dann ist das nur die größte Version. Ich glaube, es ist auch einer oder sogar der leistungsstärkste Häcksler der Welt, ne? Also es ist auf jeden Fall die ganz obere Liga, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Daneben Rüben, Trauben-Equipment. Rüben-Equipment wollte ich schon sagen. Trauben-Equipment. Ich glaube Oliven-Equipment von New Holland. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Reihe und wir sind noch lang nicht am Ende angelangt. Pons ist auch wieder mit dabei. New Holland hat auch einen Häcksler. Hier vorne New Holland mit einem Teleskoplader. Dann gibt es noch Manitou. Auch die sind im Spiel vertreten. Und hier vorne, das ist... Was ist das hier? Das ist auch... Ach, das ist auch Manitou. Okay. Und ein Gabelstapler gibt es auch. Jungheinrich ist auch neu im Landwirtschaftssimulator 22. Ja, und die sind eben auch mit einem Gabelstapler vertreten. Die Kompaktlader, die kennen wir schon. Dann gibt es hier noch drei Mack Trucks. Das ist jetzt für die Europäer vermutlich nicht ganz so spannend und etwas ernüchternd. Für die Europäer gibt es eigentlich nur den MAN. Ja, und das ist das gleiche wie jetzt seit vielen Jahren. Also da hat sich irgendwie nicht so viel getan. Es gibt einen Forst MAN und es gibt einen, eine Zugmaschine von MAN. Ja, das ist jetzt reichlich unspektakulär, ne? Daneben eine, wieder mal, eine neue Marke, und zwar Prinot.
Die sind hier mit Forstmulchern vertreten. Das ist der falsche. Bei so vielen Fahrzeugen kann man sich schon mal hier vertun. Die sind mit Forstgerät vertreten. Und mit einem Pistenbully. Dieser Pistenbully, der kann in der Realität sicherlich auch für den Schiebetrieb eingesetzt werden, aber im LS wird er natürlich vor allen Dingen zum Schieben von Silage genutzt. Wird auch in der Realität manchmal gemacht. Ich glaube, so ganz oft kommt es nicht vor, aber dafür ist es dann umso cooler, wenn man das mal sehen kann. Und im LS22 kann man das jetzt auch machen. Ja, und da gibt es noch Rottne, die waren ja schon als DLC im LS19 vertreten. Hier vorne noch Roper-Equipment, die Maus und die Roder haben wir hier auch noch. Dann Silo King Futtermischer, hier vorne der Strautmann Futtermischer und hier haben wir dann noch die Schäfer-Sektion. Auch das ist, glaube ich, mal wieder eine neue Marke. Also ich weiß, ich kenne nicht alle neue Marken, aber ein bisschen habe ich den LS19 ja auch gespielt und da sind schon einige dazugekommen und gerade von Schäfer gibt es gleich mehrere Hoflader bzw. etwas größere Radlader dann, die man universell einsetzen kann. Dann hier der Mahindra Retriever ist das, glaube ich, ne? Auch ein unspektakuläres Fahrzeug. Ist sicherlich ganz witzig, das mal zu verwenden. Aber so richtig nutzt das, glaube ich, kaum jemand. Und die Autos auch reichlich unspektakulär. Sind meines Wissens nicht lizenziert. Ist also, ja, nicht weiter bemerkenswert. So, was dagegen bemerkenswert ist, das ist die Anhängersektion. Auch da gibt es einige Highlights und eins sehen wir hier vorne schon. Das ist der Walkabout Mother Bins. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht und keine Ahnung, ob man das hier so nutzen kann. Das ist ein Überladewagen der XXL-Fraktion. Und es geht sogar noch ein bisschen größer mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Achsen, wenn ich das richtig sehe. Der absolute Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, vielleicht verwende ich das irgendwann mal. Es gibt sogar eine extra Anzeige im XXL-Format. Der absolute Wahnsinn. Also, das ist ein echt krasses Gerät. Ich glaube, vor allen Dingen für die Amis. Ich weiß auch nicht, ob das Spaß macht, hier auf der Karte damit unterwegs zu sein. Also, über die Straßen. Weiß ich nicht, ob man damit über die Straßen fahren will. Aber es ist auf jeden Fall skurril und es ist sehr beeindruckend. Ja, und dann haben wir hier Anhänger von Velger, von Soonhammer hier, Gülletechnik. Dann von Wilson hier, glaube ich, ein Tiertransport und auch verschiedene Anhänger, um die mit Getreide zum Beispiel zu befüllen. Auch das natürlich in etwas größerem Format, hier direkt zwei hintereinander. Das kann sich durchaus sehen lassen. Krampekipper gibt's, dann gibt's hier noch Kotte Garant, das Güllefass. Kann man dann, glaube ich, als Güllezubringer nutzen. Ja, hier noch ein Krampe-Trailer. Dann von Krone den Trailer. Den gibt es ja auch in der Realität. Gibt es ja nicht nur Landmaschinen, sondern auch die Truck-Sparte von Krone. Und davon ist jetzt dieser Trailer hier. Dann gibt es hier noch Equipment, um Baumwolle aufzuladen. Und die Winheus-Güllefässer hier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, werdet das mir sicherlich in die Kommentare schreiben. So, das kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Das ist das Shooten hier. Es kann sein, dass mit den Rohren irgendwas nicht stimmt. Dass da irgendwas jetzt falsch geladen wurde oder so. Weiß ich nicht. Das sollte, glaube ich, so nicht sein, dass das so absteht. Und hier haben wir noch ein bisschen andere Technik von Harve. Auch das natürlich sehr beliebt in der realen Landwirtschaft. Und ich finde, allein dieser Überladewagen ist schon gar nicht so klein. So, aber ihr ahnt es, das war es immer noch nicht. Wir gehen weiter zu den Miststreuern hier von Kuhn. Dann gibt es hier noch von, Fuhrmann, genau. Von Fuhrmann gibt es hier noch Technik, um Weintrauben, glaube ich, zu transportieren. Vielleicht kann man das auch für andere Dinge nutzen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Strautmann ist auch vertreten mit Miststreuern und mit Ladewagen. Hier vorne Schultemarker, dann nochmal Harve, KWCO und das ist Amity. Das scheint irgendwie so eine Art Überladewagen für Rüben oder Kartoffeln oder ähnliche Dinge zu sein. Auch das sehr groß, aber es geht noch größer von Demco und von Hallmaster. Auch die sind hier insbesondere für die US-Spieler vermutlich vertreten. Mit dem Farmtech-Anhänger, da kann man easy ein paar Ballen transportieren. Hier vorne dann Farmtech-Equipment, Fliegel. Was haben wir hier noch? Auch nochmal Fliegel. Und dann hier die Rudolf-Anhänger. Auch das eine Marke, die so, glaube ich, im Landwirtschaftssimulator noch nicht vertreten war. Oder vielleicht früher mal und jetzt wieder oder so.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Und bei Pöttinger gibt es auch eine Neuerung. Es gab ja schon einige Ladewagen im Alpine-DLC, aber ich glaube, der Jumbo, der war noch nicht dabei. Auch der ist noch relativ neu in der realen Landwirtschaft und auch der ist schon im Landwirtschaftssimulator 22 integriert. Ja, und dann haben wir noch einen Tieflader. Damit kann man dann auch mal ganz bequem irgendwelche kleinen Fahrzeuge transportieren. Ist vielleicht nicht schlecht, ne? Also wenn man dann irgendwie auf größeren Karten unterwegs ist und irgendein lahmarschiges Fahrzeug hat, dann kann man das hier draufladen und dann bequem mit einem Schlepper vorneweg oder mit einem Truck fahren. Dann gibt es noch einen Holzaufflieger und es gibt hier noch einen Tieflader, einen weiteren und hier dann noch einen Wagen, vermutlich um Getreide von Convey All, um Getreide zu transportieren oder vielleicht auch Saatgut oder so. Das weiß ich nicht genau, wozu das genutzt wird. Aber ich nehme mal an, dass das vor allen Dingen dafür genutzt wird. Ja, und dann haben wir hier noch Brandner. In unterschiedlichen Ausführungen. Und hier vorne dann TT-Equipment, glaube ich, für Zuckerrohr. Falls jetzt jemand von euch auf die Idee kommt und sagt, Ansgar, informier dich mal, wofür das alles ist. Das habe ich teilweise getan und teilweise weiß ich es ja auch. Aber alles zu wissen, das ist bei dieser Maschinenauswahl einfach viel zu viel verlangt. Das heißt, seht es mir nach. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren nochmal auf Fehler hinweisen, die ich vielleicht gemacht habe oder auf Aussprachefehler oder sowas oder wenn ich Details nicht wusste. Aber das ist unmöglich, das alles zu wissen, wenn man nicht täglich mit der Branche zu tun hat. Was ich allerdings weiß, ist, dass hier nochmal Bergmann-Equipment ist und auch das ist nicht klein, ne? Also sowohl kleine als auch große Maschinen, habe ich eingangs gesagt, und das ist durchaus richtig, ne? Gibt's alles hier. Von Annaburger ist natürlich auch noch ein bisschen was dabei, dann von Klaas hier ein Ladewagen und ein Kipper. Auch das ganz schick, den sah man irgendwann schon mal auf der Farmcorn-Präsentation, glaube ich. Dann ist Briri noch vertreten, Samson in unterschiedlichen Formen und auch hier ist jetzt der Arme ausgestreckt. Vielleicht ja, ist das auch mal ganz gut, um das zu sehen. Dann haben wir hier so einen kleinen Transportanhänger und von Böckmann und hier dann noch einen Pferdeanhänger von Kingston ist das, glaube ich, ne? Ja, Kingston Trailers. So, was haben wir hier noch? Von Thunder Creek. Das ist, glaube ich, hier der Dieselwagen. Ja, und dann haben wir dieses Gefährt noch, aber ihr ahnt es, das war es natürlich noch nicht. Hier vorne sind dann noch weitere Maschinen und Geräte, auch die können wir uns nochmal schnell anschauen. Es gibt Walzen in unterschiedlichen Ausführungen, hier jetzt von der Marke, muss ich mal selbst kurz schauen. Die sind nämlich, glaube ich, auch neu, von der Marke Delbo. Dann gibt es hier auch etwas kleinere Anbaugeräte natürlich, von unterschiedlichen Marken, von Agro, Masch heißen die, glaube ich, ne? Von Bettner natürlich auch wieder Equipment dabei. Es gibt unfassbar viel an unterschiedlichen Gerätschaften. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil ich glaube, das Interessanteste sind die Selbstfahrer. Dann hier Massey Ferguson. Das ist so eine Kleinballenpresse. Das ist eine ganz schöne Sache. Wofür man die Kleinballen jetzt braucht, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Also es ist vermutlich alles ein bisschen günstiger. Ob einem das irgendwie was bringt, ich glaube nicht. Aber es ist nochmal was Neues im Landwirtschaftssimulator und auch das nicht schlecht. Dann haben wir noch eine Kuhnpresse, hier nochmal eine Walze und verschiedene Silage, Walzen, um ja, das zu verdichten. Das Häckselgut, was man dann in das Silo bringt und daraus soll ja dann Silage hergestellt werden. Von New Holland, diese Ballenpresse hier, die kennen wir glaube ich schon aus der FSL, die gibt es in, glaube ich, identischer Bauform auch von Case IH. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammengehören oder so, aber ihr seht ja, das ist relativ ähnlich, bis auf einige Details. Die gab es schon in der FSL und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die auch in den Landwirtschaftssimulator kommt. Und ja, jetzt ist sie im Landwirtschaftssimulator 22 enthalten. Es gibt hier noch Kuhn-Equipment, Pöttinger-Pressen. Es gibt von Klaas natürlich unterschiedliche Pressen mit Presswickelkombi, ohne Presswickelkombi und so weiter und so fort. Und es gibt hier noch unterschiedliche Förderbänder von Convey All zum Beispiel. Oder was haben wir hier noch vorne? Ja, hier genau, von Meridian, so heißen sie. Eigentlich vermutlich anders ausgesprochen. Und dann haben wir natürlich auch noch Grimme Equipment. Die ganzen ganz kleinen Sachen, die haben wir kaum hier drauf gestellt, auf das große Testfeld. Weil ihr seht, es ist einfach zu viel. Man kann das kaum schaffen, das alles aufzustellen. Aber es ist unglaublich, was der Landwirtschaftssimulator enthält.
Das ist immer wieder eindrucksvoll. Beim LS19 war es eindrucksvoll, beim LS17 war es eindrucksvoll. Ist die ganze Produktpalette einmal zu sehen, da sieht man, wie viel Arbeit da drin stecken muss. Und ich glaube, hier ist wirklich für jeden was dabei. Für die Leute, die eher mit alten Maschinen spielen wollen. Für diejenigen von euch, die eher mit großen und PS-starken Maschinen und modernen Maschinen spielen wollen. Für die Leute mit kleinen Schlägen, mit großen Äckern. Es ist für jeden was dabei und es ist auch vor allen Dingen aus unterschiedlichen Bereichen was dabei. Also es gibt so viel unterschiedliches Equipment. Natürlich, mehr geht immer, aber ich glaube, das ist schon eine ganz gute Auswahl. So, das soll es allerdings soweit von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind jetzt hier alles mal durchgegangen. Den Shop habe ich euch auch gezeigt. Die Sonderangebote habe ich euch ebenfalls gezeigt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr euch einen Server für den LS22 mieten wollt, dann wisst ihr, der Link dazu ist in der Videobeschreibung zu Nitrado. Da könnt ihr das machen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Spotlight-Video wieder. Und da haben wir noch ein ganz spezielles Feature, womit viele, glaube ich, nicht gerechnet hätten, was aber extrem cool ist und was vieles im Landwirtschaftssimulator 22 erleichtert. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich bin gespannt, was ich alles falsch ausgesprochen habe und was ich falsch betitelt habe. Ihr werdet es mir in die Kommentare schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüssikowski.